Es gibt zwei Dinge, die ich noch tun möchte. So. Ne, Ding Nummer eins, was ich tun möchte, ist die Gummiente verkaufen. Kann ich sehen, wenn was illegal ist eigentlich? Ein Kamm ist nicht illegal, das weiß ich. Ich warte darauf, dass mein lieber Verkaufsheini hier ist und dann verkaufe ich ihm die Bombe und die Gummiente. Also die Bombe, die ich bekommen habe. So, wann kommt denn der eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? So, guck mal, da sind Betten. Sie denkt über den Bösewicht danach. Stapelspielzeug. So, das Tagebuch brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Wer braucht schon ein Tagebuch? Wer braucht ein Tagebuch, wenn du niemanden mehr hast, mit dem du es teilen kannst? So, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier schon angeklickt habe und was nicht. Ich gehe trotzdem einfach mal alles durch. Stimmt, da war... Warum habe ich eigentlich nochmal mal Sachen? Hat meine Frau das nachgekauft? Noch bevor sie verstorben ist? Ein Ball. Ball, Ball, Ball. So, da ist noch ein Schrank. Wo ist denn mein lieber Nathan? Eine Schere. Ach, guck mal, die Schere hätte ich hier auch irgendwie rausbekommen können. Ah, wusste ich nicht. Okay, was ich jetzt... So. Wir müssen nämlich hier in dem Dingens schauen. In dem, Armbanduhrzeitschalter 6 geschlossen, Schaltkreis 6 Dynamit. So. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass das direkt anfängt zu ticken, sobald ich das in die Hand nehme. Du liest! Die Nummer wählen. Ministerium für Ordnung. Ja, ich habe die Bombe gefunden. Was soll ich tun? Bleiben Sie ruhig. Wir senden einen Trupp Fahrten ans Bergarbeiter. Sie werden in ein paar Stunden eintreffen. Fassen Sie die Temperatur einfach nicht an. Ich fürchte, dass wir nicht mehrere Stunden Zeit haben. Die Uhr tickt. Wir sollten alle evakuieren. Keine Panik, Karl. Eine Evakuierung ist nicht nötig. Dies wird nur andere Stadtteile betreffen. Sie müssen die Apparatur untersuchen, um den Typ der Bombe herauszufinden. Wir haben Ihnen Anleitungen geschickt, mit denen Sie jeden Bombentyp entschärfen können. Überprüfen Sie den Briefkasten. Momentan ist es am wahrscheinlichsten, dass es sich um einen der folgenden drei Bombentypen handelt. Typ 1, MGB 53, Armbanduhrzeitschalter, 6 geschlossene Schaltkreise, 6 Stangen Dynamit als Sprengladung. Kann ich mir das angucken? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, das war ein Wecker und Digitaluhr. Ich hatte MGB, ne? Wenn dann gehe ich mit meiner Ente unter. Da ist eine große Tasche. Ist die Tasche böse? Weiß ich nicht. So. Upsa. MGB. Durchtrennen Sie die farbigen Kabel in der folgenden Reihenfolge. Merkt er sich das automatisch oder muss ich mir das jetzt aufschreiben? Ich schau mal ganz kurz. So, das ist ein Blatt Papier, genau. Das ist noch eine Quittung, die ich hier aus Versehen liegen hatte. Schreibt der Stift. Ach, das ist ein Bleistift, ne? Genau. Oh, der schreibt gut. Rot. Grün. Das ist definitiv nicht der Buchstabe G. Schwarz. Blau. Tic-Tac-Bum. Ich muss die Bombe entschärfen. Achso, ist das die Bombe? Ha. Okay, ich habe die da hingelegt. Ah, nice. Untersuchen. Bombe. Armbanduhr-Timer. 6 geschlossene Kreisläufe, 6 Dynamitstangen. Das klingt nach MGB. Welchen Draht soll ich zuerst durchschneiden? Rot. Das soll grün darstellen. Ich habe das kurz für blau interpretiert. Grün. Schwarz. Blau. Bombe entschärft. Nice. So, den Abschlussbericht mache ich nochmal noch nicht. So, dann möchte der liebe Typi hier möchte was von mir. Clara, könntest du bitte... Ja, Clara, du bist nutzlos! darf ich mit deinem Mann reden? Da, Bastian. Ich bin Karl, der Hausmeister. Bastian Wallner, nett, Sie kennenzulernen. Wie steht das Haus in guten Händen?
Was wollen Sie wissen? K., ich habe eine Delikate, wenn ich den Team bitte an Sie. Es ist Ihr Job, sich um das Haus zu kümmern, oder könnten Sie auch ein Auge auf meine Frau haben? Ich bin kein Idiot, K. Ich verstehe, dass sie weit über meine Liga spielt. Ich bin nur ein einfacher Ingenieur mit einem normalen Gehalt, außerdem nicht allzu hübsch. Und sie ist schön und intelligent. Ich würde sie nicht als intelligent, aber als gerissen bezeichnen. Das ist ein kleiner Unterschied. Karl, wieder richtig, richtig hart am Burnen, du schlau nun ja in gewisser Weise. Ich habe die meiste Zeit mit meiner Arbeit verbracht und ich habe Angst, sie allein zu lassen. Bewunderer, stell dir nach. Können Sie ein Auge auf sie werfen? Sie möchten, dass ich Ihrer Frau hinterher schnüffle und sie beim Fremdgehen erwische? Habe ich das richtig verstanden? Oder sie betrübt mich nicht. Bitte, bitte, lass es so sein, dass sie treu ist. Ich denke darüber nach. Danke, Karl, ich hole Ihnen etwas. Aber was ist, wenn sie... So... wer ist ihr Ehemann? Achso, Clara, ich weiß, dass Sie Ihren Mann betrügen. Huch, Blödsinn, Sie können nichts beweisen. Mein Bauchgefühl sagt es mir. Sein Bauchgefühl! Oh shit, jetzt werden wir aber richtig hart Shots feiert abbekommen. Theodosius Juan. Will ich mit Theodosius Juan reden, oder... gibt es gleich ganz große Probleme. Ich glaube, es gibt ganz große Probleme, wenn ich mit Fedosius Juan rede. Achso, ach, das ist der Fremdgeher. Okay, ich verstehe. Ich will die Gummiente schnell verkaufen, bevor irgendwas ganz Böses passiert. Und die Bombe, die ich hier noch habe. Na hallo, achso, ich kann mit dem gar nicht reden. Okay. Der denkt jetzt gerade an Clara und geht jetzt... Okay... höchstwahrscheinlich ist Fedosius auch irgendein Typ, der was drauf hat. Die Namen sind aber auch sehr extravagant. Kann ich einfach, nimm alles, so, und dann verkaufe ich einfach alles, weil ich kann. Ach, guck mal, da kommt Bastian. So, darf ich... Ich verkaufe erstmal einfach alles. So, klicken wir mal durch, bis auf die, So, ich kann mir das nicht anklicken. Ich bin wegen der... Clara Decken. Später sprechen. Mein Leben ist und bleibt die Hölle. Ich kann so nicht arbeiten. Nein, ein Gedanke, dass mich meine Frau betrügt. Ich glaube, das wird nicht gut enden, wenn Bastian hier hochkommt. Oh oh. Der kommt nicht mehr hoch. Okay, ich warte einfach mal ein bisschen. So. Jetzt kann ich versuchen, Clara zu erpressen. Glaube ich. Ne? Und hoffentlich kann ich irgendwie damit die Bombe bekommen. Das wäre interessant. Das wäre wirklich interessant. Guck mal, das noch wäre eine Raucherin. Gerda. So, Huchblödsinn. Natürlich kann ich das. Ich habe alles auf Video aufgenommen. Verdammter Mistkerl. Ich glaube, ich sollte Ihrem Mann hiervon erzählen. Nein, bitte, bitte verstehen Sie, ich tue das nicht für mich selbst. Er steht schon eine ganze Weile kurz davor, gefeuert zu werden. Ich muss seinem Chef unterhalten, damit er seinen Job behalten kann. Wenn es meinem Mann erzählen, würde er mich verlassen und kündigen. Wir werden beide verhungern. Karl, bitte halten Sie das geheim. Ich würde mich überaus dankbar zeigen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Also, ich bin ein verheirateter Mann und Staatsbürger. Ich meine, meine Frau ist jetzt 6 Fuß unter der Erde. Falls so tief gegraben wurde überhaupt. Dann nehmen Sie einfach das Geld. Brauchen Sie kein Geld für Ihre Familie? Nehmen Sie es und sagen Sie meinem Mann nicht. Niemals. Du Schwachkopf, wagest nicht, meine Ehe zu ruinieren. Du würdest es sehr bereuen. Oh, Bastian! Bastian! Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Sie betrügt sie mit ihrem Vorgesetzten, wenn sie bei der Arbeit sind. Das kann nicht sein, das ist eine Lüge. Ich habe einen Beweis. Geben Sie es her. Nein, 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 lieber nicht. Mein Herz wird zerbrechen, wenn ich das sehe. Verdammt nochmal, warum? Mein Leben ist vorbei. Rebastian? Mein Name ist Unwissenheit, auch Glückseligkeit. Damit sie mich immer weiter hinter meinem Rücken betrügen kann? Auf keinen Fall. Karl, da ist noch eine Sache, um die ich Sie bitten wollte. Ich bin total deprimiert und ich weiß nicht, was ich tun soll. Können Sie bitte meine Pläne für meine Arbeit irgendwo sicher aufbewahren? Sie sind als geheim eingestuft und ich darf sie auf keinen Fall verlieren. Wie es aussieht, sind Sie die einzigen vertrauenswürdigen Personen in diesem Haus.
Oh, stummer Mann. Ich glaube, ich mach gerade ganz. Ich glaube, ich hätte einfach schon längst das Spiel beenden können. So. Ach, guck mal, die zieht jetzt aus. Ich muss das Spiel jetzt so schnell beenden, bevor da irgendwas ganz, ganz Böses passiert. Albert? Albert! Ich habe die Pläne. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Hier sind sauber Papiere für die ganze Familie. Falls sie sich entscheiden sollen, auszuwandern, kleben sie einfach noch die Bilder hinein. Oh! Viel Glück, denken Sie dran. Wenn Sie eine Grenze sind, fangen Sie nicht an zu rennen, denn sonst hetzt man die Hunde auf Sie. Valverde schuldet Ihnen etwas. Ich habe nicht mal ein Achievement dafür bekommen, übrigens. Höchstwahrscheinlich geht das noch weiter. Ich frage mich, wie weit ich noch gehen kann. So, hat der hier einen Karton von? Nee. So, ich warte einfach mal ein bisschen. Vielleicht kriege ich noch eine Quest. Vielleicht passiert irgendwas. Oh, der hat da oben eine Quest. Ich mach mal ganz kurz den Abschlussbericht. Ja, hier, guck mal. Bombe entschärft. Gute Arbeit, Karl. Sie haben unsere Bürger und Staatseigentum, sie haben sich eine Belohnung verdient. Karl Stein, hiermit werden Sie offiziell über die bevorstehende Leistungsbeurteilung benachrichtigt. In 5 Tagen wird ein Prüfer zu Ihnen kommen, um Ihre Notizen und Dokumente abzuholen. Falls die Prozentzahl der gefundenen Verstöße über den im akzeptierten Limit liegt, werden Sie gefeuert. Sie werden außerdem wegen Sabotage festgenommen. Ist das klar, Karl? Ich verstehe. Und was, wenn das Gegenteil der Fall ist? Falls die Prozentzahl der gefundenen Verstöße unter dem akzeptierten Limit liegt, werden Sie nicht gefeuert. Ergibt Sinn. Wiedersehen, Karl. Karl Stein. Ja, wer ist da? Hören Sie zu und unterbrechen Sie mich nicht. Sie haben es geschafft, die Bombe zu entschärfen. Aber das entspricht nicht unserem Plan. Wenn Sie nicht wollen, dass das wieder passiert, sollen Sie auf das hören, was wir sagen. Fahren Sie zur Hölle. Ich werde niemals ein Haus voller Menschen in die Luft sprengen. Wir interessieren uns nicht für Ihre Mieter, mit Ausnahme von einem. Töten Sie Inge Birkenfeld oder beim nächsten Mal werden es 10 Bomben anstatt einer. Warum? Was haben Sie gegen Sie? Wenn das hilft, Ihren letzten Rest Moral zu beruhigen, dann ist das okay. Diese Schlampe ist als Chemie-Expertin für die geheimen Laborexperimente unter Leitung des Ministeriums für Kontrolle verantwortlich. Jetzt stellen Sie Gas her, das gleichzeitig die kleinen Hirndrüsen abschaltet und die präfrontale Hirnrinde beschädigt. Ist das nur eine neue Art Kriegswaffe? Sie haben recht, es ist eine Waffe, aber nicht so, wie Sie es denken. Das Gas verwandelt Menschen in gehorsame Werkzeuge. Keine Angst, keine moralischen Dilemmas. Leute wie Sie kennen weder Schuld noch Mitleid, also wird es gegen uns selbst verwendet. Sie werden die nächste Generation perfekte Arbeiter und Soldaten verwandeln. Sie muss gestoppt werden. Wie? Sie sind ein kluger Mann. Sie werden sich schon etwas einfallen lassen. Und bedenken Sie, Karl, wenn Sie scheitern, wird die nächste Bombe in Ihrer Wohnung explodieren. Uiuiui. Ich glaube, ich kann Ihre Tochter loswerden. Unbekannte verlangen, dass Ingeborg... Eieiei. Das Untersuchen des Waldbekanntenfalls bezüglich der Ministeriumsgärten ist abgeschlossen. Wir freuen uns, berichten zu können, dass alle Gärten Besitz des Haushaltsministeriums sind und nicht als Privatgrundstücke gelten. Für Gärten werden ausschließlich für Staatsangelegenheiten und landwirtschaftlich verwendet. Okay. Ich glaube, ich habe keine illegalen Gegenstände mehr. Ich schaue nochmal ganz schnell durch. Nee, eigentlich dürfte ich keine illegalen Gegenstände haben. Ich glaube, die sind gefälscht. Die gefälschten Dinger sind illegal. So. Rowena gibt mir irgendwie nichts. So, einen Bericht schreiben. Frau Rowena. Ich mache einfach mal die Wohnung leer. Wohnung 2. Je weniger Leute es hier gibt, desto besser ist es. So, gegen 6053. 12. September. Senden. So, und dann kann ich hier nochmal Berichte schreiben. Über Inge hat gar nichts. Au, aber über Gerda kann ich ein Profil erstellen. Upsa. Gerda. Du lebst in Wohnung Nummer 4, ne? Ich würde ganz gerne weiblich so wohnt mit Inge. Beruf, arbeitslos, raucht. Warte, ich kann sie loswerden, nicht wahr? Ich werde sie mal los. Inge werde ich los. 12. September.
6053, je weniger Leute hier existieren, so, die mir irgendwie in die Quere kommen können, desto besser. Wohnung 4. So, und jetzt schauen, ob der gute alte Chemiker hier... Der hat nichts getan. Scheiße. So, schauen wir mal. Sie haben eine neue Rechnung erhalten. Wofür habe ich jetzt eine Rechnung erhalten? Nebenkosten, okay. Wenn ich ihn loswerden kann, habe ich gewonnen, so ziemlich. Weil ich glaube, er ist die letzte Person, die mich jetzt noch irgendwie über den Tisch ziehen kann. Ausweisbuch, Ersatzteile, türkischer Kaffee. Geht er arbeiten oder? Ich glaube, er geht hoch. Nee, er geht arbeiten. Er geht arbeiten. Da ist Bruno. Oh, er geht arbeiten, das ist so gut. Inkorrekte Daten. Die Zielperson genießt Staatsschutz. Okay. Dafür habe ich jetzt auch Minus bekommen. Das ist natürlich nicht schön. Aber gut. Wenn eine Person Staatsschutz genießt, ist das gut zu wissen. So. Wer bist du? Du bist Gerda, glaube ich. So, und ich glaube, du bist... okay. Weil es ist... euch kriege ich halt nicht los. So viel ist sicher. Definitiv. Würde ich die loskriegen, dann... hätte ich das schon längst gemacht. Also ich habe es ja gerade versucht. Ist nicht nur so, dass ich es schon längst gemacht hätte, aber ich habe es ja gerade sogar versucht. So, dann gehe ich nochmal da. Ach, das ist Bastian, der kommt jetzt gerade wieder. So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt nochmal durch mein komplettes Haus hindurch. Wie kann ich Inge töten? Ist die Frage, wie soll ich Inge töten? Ist viel besser. Ich könnte Gift nutzen. Ist aber die... ich habe die Bombe halt nicht mehr. Ich könnte versuchen, mit ihr zu reden. Ich werde einfach mal gleich mit ihr reden und schauen, ob ich hier irgendwie... Ich weiß halt nichts über die Frau. Das ist das Schlimmste daran. Würde ich irgendwas über sie wissen, dann könnte ich versuchen, das gegen sie zu verwenden. Farbstifte sind okay. Eigentlich all das ist okay. So, und der liebe Bastian tut da auch nichts gegen. Frage ist auch, was jetzt als so Holzblöcke, was jetzt als negatives Zeug gewertet wird. Ich glaube, wenn ich illegales Zeug bei mir jetzt drin habe, irgendwie das definitiv. Ich glaube, ich würde dann auch einfach ins Gefängnis geworfen werden, hätte ich jetzt illegales Zeug bei mir hier. Aber deswegen gehe ich gerade auch nochmal penibel alles durch. Nicht, dass ich irgendwo doch noch illegales Zeug rumstehen habe. So, ich habe da auch noch das Radio. Ich muss auch schauen, ob das Radio auf dem richtigen Sender eingestellt ist. So, durchsuchen wir das mal. So, gut, das Traumradio. Okay, ich kann mit dem Traumradio relativ wenig anfangen sogar. So, wir gehen mal ganz schnell hier hoch. Inge braucht ja einen kleinen Moment, bis sie aktiv wird. Bis ich was mit ihr tun kann. Ich könnte... wie kann ich dich töten, Inge? Oh. Warte, ist das... Es gibt Leute, die sie töten wollen. Sie haben eine Bombe im Haus platziert, aber ich habe sie entschärft. Ich wusste, dass sie etwas über das Gas herausgefunden haben, aber ich habe nicht erwartet, selbst zum Ziel zu werden. Und das Leben meiner Tochter auch. Erzählen Sie mir von diesem Gas. Nun, es macht keinen Sinn, es jetzt noch zu verstecken. Wir stellen ein Gas her, das es unsere Patienten ermöglicht, die Notwendigkeit für Entscheidungen loszuwerden und ohne Angst zu leben. Wo fange ich an, Karl? Es ist kompliziert. Kennen Sie den Hauptunterschied zwischen Wahnsinnigen oder sollte ich sagen Helden und normalen Menschen? Sie kennen keine Angst. Ihr Nervensystem funktioniert anders. Die Signale werden vom Cortex auf eine andere Weise verarbeitet. Oder um genau zu sein, nicht wie ihre. Ich kann es nicht erklären. Sie würden die Terminologie nicht verstehen. Aber glauben Sie mir, wir können auch ganz normale Menschen von ihrer Angst befreien. Das Leben wird sich nicht ändern, aber es wird keine Angst mehr geben. Ist das nicht das Paradies auf Erden? Ist es Ihr Ernst? Absolut.
Weil diese Emotionen halten nur die Menschen von der Arbeit ab und verhindern, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Was haben sie als nächstes vor? Ich war bereit und hatte vor, etwas zu unternehmen, aber es wird erst im nächsten Sommer durchführbar. Werden sie mir helfen zu entkommen, Karl? Solange ich hier bin, werden sie nur Probleme haben. Puh. Eieieiei. Wie kann ich sie töten? Wie kann ich sie töten? Kann ich... Ich probiere mal gleich, ob ich irgendwie das Essen vergiften kann. So. Habe ich... Ach, guck mal, da ist nun mal Platz für ein Propaganda-Poster. Propos. Ich könnte eine Waffe kaufen und die einfach auf sie richten und... Prrr. Ist jetzt die Frage, wird mir das was bringen? Die da oben hat keine Delikte mehr verführt. Oh, doch, hat sie. Komm, dann... Ich könnte Margaret fragen, ob sie mir irgendwie helfen kann. So, Bastian ist wieder wach. Das missfällt mir, dass Bastian wach ist. So. Bastian liest! Ich habe was gegen ihn in der Hand. Ich klopfe mal bei dir an. Ich frage, ob du mir irgendwie helfen kannst. Ich hätte halt irgendwie gern eine oppositionelle Möglichkeit hier, die mir das abnimmt. Georg Dreimann, such Mietwohnung für die Dauer einer Geschäftsreise dringend. Sauberkeit und Freundlichkeit garantiert. Ich lasse sie mal hier einziehen. Mögen sie ihre Arbeit absolut. Was kann besser sein, als Bücher von Leuten zu bewachen? Aber ich würde nicht einen Tag in der Kinderbibliothek überstehen. Unglücklicherweise hat die Gesellschaft wieder einmal vergessen, dass man, um ein ungezogenes Balg zu bestrafen, das Bücher ruiniert, ihnen am besten den Hintern versohlt. Sie haben strenge Ansichten über Erziehung. Haben sie Kinder? Nein, Karl. Ja gut, so sieht es auch aus. Ich habe keine Kinder. Sie sind das Gegenteil von allem, was ich liebe. Ordnung und Ruhe. Als ich ein Kind war, Margareta, habe ich viele Bücher ruiniert. Und ich habe genau das gleiche getan, als ich älter wurde. Ernsthaft, Karl? Ja, ich erinnere mich daran, dass ich Seiten aus den pathetischen Memoiren gerissen habe. Ich habe wohl absichtlich einen speziellen Artikel ausgewählt. Ich erinnere mich nicht mehr von, was er handelte. Was, das waren Sie? Wegen eines Artikels, der aus den Memoiren des großen Anführers gerissen wurde, wurde ich beschuldigt. 7 Jahre Lager, Karl! Alles wegen Ihnen! Was soll ich sagen? Sie haben Ihr Leben aus einem bestimmten Grund zugelebt, wenn es auch vergeblich war. Wissen Sie, warum wir diesen Krieg nicht gewinnen können, Karl? Weil die belagerte Festungsdenkweise uns nicht weiterhilft. Wir erwarten, alle von außen angegriffen zu werden. Und die wirklichen Feinde sind genau hier unter unserer Nase. Sie werden kein anderes Leben mehr ruinieren, Sie Verbrecher. Oh shit. Bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Hey Leute, Schattenborn hier. Ganz schnell, die Folge ist ein bisschen lang geworden und dementsprechend habe ich das jetzt aufgeteilt in kleinere Folgen. Ne, jetzt nicht wundern, jetzt kommt das Outro. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.